Okay, Leute, wir loggen uns ein in den Account, den wir von einem Hacker bekommen haben. Wir sind gleich drin. Simnaki, bist du schon gespannt, was wir bekommen werden? Was hier für Skins auf dem Account? Okay, ey, dieser Hacker, der hat uns einfach gesagt, dass er die geisteskranksten Sachen drauf hat. Ich glaube, wir können gebannt werden, wenn wir das heute sehen, was der da hat, ne? Ich glaube, der hat irgendwie Hacker-Skins. Okay, was sehen wir, Simnaki? Was ist das denn, hä? Warte mal, ein No-Skin? Ich dachte, ich kriege einen Account von einem Hacker. Okay. Sich davon nicht täuschen, ne? Das hat der extra so gemacht im Item-Shop oder keine Ahnung, stell vor euch. Alter, was ist das für ein Name, Leute? Ey, wir müssen den Namen zensieren, aber wenn ihr sehen würdet, was das für ein krasser Name ist, ist einfach ein Hacker-Name. Das ist wirklich Hacker-Name. Ich kann das nicht mal lesen, Leute, aber wir müssen das natürlich zensieren, weil das ist ein Account von einem Hacker. Irgendwelche chinesischen Schriften sind das. Boah, immer, ey, ganz sollen wir gleich sofort auf den Spind gehen, ne? Dann sehen wir, was für Hacker-Skins der hat. Ich würde sagen, wir sehen auf jeden Fall hier oben rechts, Leute, wir haben 760 V-Bucks. Sollen wir mal auf die Karriere direkt am Anfang gehen? Ich sag dir ehrlich, das ist nicht so viel. Ja, geh auf die Karriere sofort. Ich will's sehen. Ey, ich dachte jetzt, irgendein Hacker hat hier 100.000 V-Bucks oder so. Aber der hat einfach nicht mal... Ja, naja, wisst ihr was? Das, hä? Was steht denn? Ist es der Elite-Rang ist der gerade, oder was? Bro, ich dachte, ein Hacker wäre doch safe unreal. Junge, das ist ja voll der Noob-Hacker. Oder nicht so Lucky? Oh ja, okay, echt komisch. Aber im Verlauf des Videos werden wir uns noch den ganzen Spind angucken. Ich glaube, der hat echt krass. Das wird echt krass, Alter. Aber Elite-Rang, ey, ich hätte echt jetzt gedacht, der ist irgendwie hier Dings. So okay. Unreal oder sowas. Ey, Ukri, schau dir aber die anderen Sets an, okay? Was hat der für ein Level insgesamt? Hier, Battle Royale? Ja, keine Ahnung. Okay, lass uns mal ohne Ranked anschauen, was der für Stats hat. Hier. Mhm. Zeig mal her, Ukri. Boom, Leute, zack. Und das ist seine ganzen Karriere-Sets. Exotisch. Boah, der hat, warte mal, der hat insgesamt einfach 371 Siege. Boah, das ist richtig viel. Boah, das ist echt viel. Und gespielte Matches, 10.000, Alter, was ist das für ein Hacker? 10.000? Was ist so viel? Fünfstellig. Oha. Eliminierung insgesamt, einfach 13.000 Eliminierungen. Nur 13.000 Leute, die ausgerastet sind. Ja, vielleicht hat der wirklich Aimbot, weil guck mal, wie viele Eliminierungen der hat insgesamt. Das okay, gerade, krass. wir fangen noobhaft an, okay? Gleich wird's aber richtig heftig, Leute. Gleich wird's richtig krass. Schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Fortnite OG, was ist das denn hier? Der hat sogar in Fortnite OG gespielt, glaube ich. Der hat 5 Siege geholt. Nein. Doch. Fortnite OG, der ist Season 1. Das heißt, es ist ein Season 1 Account. Und Ukri, wir werden vielleicht Renegade Raider oder so auf dem Account haben, ne? Boah, vielleicht. Alter, lass uns mal hier weitergehen. Wettkampf, was ist das denn? Ja, okay, das ist uninteressant. Ukri, geh mal weiter. Ja, Aufträge, nee. Battle Pass. Wir sehen auf jeden Fall, der Battle Pass wird gekauft. Ja, der wird gekauft. Hier, Bonusbelohnung. Echt gekauft. Boah, der ist ja auch schon Level 155. Was? Ey, das ist ja richtig weit. Das ist ja ein richtiger Suchti. Das hat er sich erhackt, ich sag dir ganz ehrlich. Weil ja. Leute, dieser Typ, der hat uns geschrieben, ne, der war ist ein Hacker oder sowas. Er hat irgendwie so chinesisch manchmal gelabert. Ey, Leute, wir müssen unbedingt jetzt in den Item-Shop mal schauen, was das hier... Der hat hier die ganzen Skins, was? Hä? Die neuen Skins Lady hat der... Gaga? Die ist doch gerade erst rausgekommen, als ob der die sich schon vorgekommen hat. Ja, deswegen hat der keine V-Bucks. Ja, Junge, und was ist das denn hier? Creator Code Couscous? Hä, von wem ist das der Creator Code? Kennst du den? Ich weiß es auch nicht, Ukri. Mach müssen wir auf jeden Fall ändern, sofort raus, ja, ekelig. Leute, Ukri oder Creator Code Zemlack in den Leute, Item-Shop hier eintragen. Vorne seht ihr es UKRI, Leute, ganz easy. Ich und Zemlack haben eine Creator Code Zemlack in den Shop ein. Zemlack, hier haben eine Wette am Laufen, wer mehr Creator Code Unterstützer hat am Ende des Mods, Leute, und der kriegt eine Bestrafung, der weniger hat, Leute. Deswegen alle Creator Code Ukri, damit ich die Bestrafung nicht bekomme. Bitte, Leute. Nein, Creator Code Zemlack, komm schon, Zemlack. Nee, nicht Zemlack. Guck mal, Leute, hier. So. Was, der hat sogar die Skin. Alter, der hat einfach jeden Skin aus dem Shop. Ey, wie viele Skins hat der bitte aus dem Shop? Was? Junge, schau's dir an. Ja, jetzt ist der Shop mal beiseite da. Ich will den Spind jetzt sehen, Ukri. Ich ja, will guck mal, die den Skins Spind hat der jetzt sehen. Hier nicht, aber der hat sogar hier Sprinter und. Der hat alle Teenage Mutant Ninja. Was macht der denn da? Junge, wie viel Geld hat der hier ausgegeben? Ich weiß es auch nicht. Der hat safe unendlich V-Bucks-Glitch oder so ein Mist. Ja, ne? Junge, der hat einfach alle Skins gefühlt. Ja, 100%. Ja, das, der übertreibt echt ein bisschen. Ja, sogar ganz viel Musik hat der am Start. Junge, was denn geht bei dem ab, Leute? Ganz der hat Flakes Power. Jetzt diese Flakes Power, diesen einen Skin von Flakes. Ey, krass. Okay, der übertreibt echt, Ukri. Lass uns jetzt, aber bitte geh jetzt auf okay, Spind, Ukri. Ich kann's nicht mehr aushalten. Wir gehen jetzt endlich auf den Spind, Leute. Und ich bin jetzt echt gespannt. Guck mal hier, was ist das denn? No Skin? Der prankt uns. Wir sind doch kein No Skin. Der prankt uns, wirklich. Guck mal, wie viel. Was hat der da alles? Okay, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ausgerüstet. Was ist das denn für einer? Was ist das denn hier überhaupt? Leuchtfeuer. Wir fangen schwach an, okay? Hier ist gar nichts. Eine Sache. Ey, stell dir vor, da ist wirklich nur 2 Skins oder so drauf. Das geht gar nicht. Nicht bei den Spitzhacken. Also, wir sehen auf jeden Fall hier gespeicherte Charaktere. Das heißt, er hat richtig viele Skins, glaube ich. Okay, wo fangen wir an? Ich denke auch. Lass uns bei den ganzen Spuren anfangen. Bei den Gleitspuren. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber lass uns da anfangen. Nein, ja, okay, doch, wir können Lackierung anfangen. Ist auch gut. Okay, lass uns bei Lackierung anfangen. Aber sieht man hier bei den Lackierungen schon mal, ob der OG ist oder nicht? Es gibt OG-Lackierungen, ja, ganz genau. Welche, die recht selten sind?
Ja, klar gibt's da seltene, aber lass uns mal schauen, ob der hier OG-Lackierung hat. Dann wissen wir schon mal, ob der hier Season 5 ist oder, keine Ahnung, Season 10 Spieler ist. Okay, also ich sehe hier vorne so gespeicherte Lackierungen. Wo sehen wir denn alle Lackierungen? Hier vorne? Lass mal alle... So, filter mal nach der Season. Oh, hier können wir alle sehen. Ey, die sind ja richtig cool. Der hat ja richtig krasse. Der hat so iconic und sowas auch. Boah, aber wie viele sind das denn? Da sind... Oh, Junge, wie viele sind das? Alter. Warte mal. Geh mal ganz da unten. Season 7, das ist richtig OG von Chapter 1. Oh, das ist fett OG. Und hier Kapitel 3. Such mal eine richtig krasse OG-Lackierung. Ja, guck mal, die ist auch eigentlich selten. So. Season 9. Fingerprint. Du kannst filtern. Die sind nicht richtig selten. Season X, ich habe keine Ahnung. Leute, falls ihr hier was Seltenes seht, ne, dann pausiert schreibt das auf Video uns in die Kommentare. Vielleicht übersehen wir etwas. Ja, aber wir haben noch nicht so richtig Ahnung von den OG-Sachen, Leute. Aber vielleicht habt ihr Ahnung. Schaut mal unbedingt hier richtig gut rüber, ob hier irgendwas... Mach mal Filter sortieren jetzt, Ukri. Vertrau mir, das ist OP. Filter sortieren? Jetzt oben, da machen wir... Da ist sogar die Slime-Lackierung. Die ist ultra krass. Welche denn? Die hier? Guck mal, die da rechts. Ja, die ist richtig krass. Die ist selten, oder was? Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht ganz genau. Geh mal jetzt oben. Komm mal, Filter sortieren. Ich will da jetzt unbedingt sehen. Okay, aber so, auf was soll ich sortieren? Nach Season. Komm. Season? Ey, das wird jetzt richtig spannend. Okay, das ist das Neueste. Hier haben wir die Neuesten, oder was? Mhm. Ja, okay, der ist anscheinend aktiver Spieler, ne? Ja, das ist ein aktiver Spieler. Aktiver Hacker-Spieler. Okay, lass uns mal runtergehen. Genau. Leute, wir gehen jetzt ganz runter und dann sehen wir immer, ab welches Season. Also hier ganz unten sind die am OG sind. Was ist das jetzt für eine Season? Okay, schau mal. Das hier ist Spider-Man Season Kapitel 3. Alter, wie viele Kapitel ist doch mittlerweile vorne? Der hat ganz Fortnite gespielt. Der ist Season 1-0 Player, Junge. 2, Junge. Warte mal, Alter, es geht richtig runter. Hier, Kapitel Season kamen die ersten. Ich glaube, das waren auch die ersten Lackierungen. Die kamen bei Season 7 raus. Es war nicht Season 5, ich habe mich vertan, das war Season 7. Die hier sind ja, glaube ich, dann richtig selten, weil die waren im Battle Pass drin. Ja, das Disco waren die Feeder. Ersten, ne? Lass uns mal die hier ausrüsten. Boah, die hat der sogar markiert, die ist ja voll cool, Alter. Boah, die rüsten wir aus. Die ist richtig heftig, Uri. Woher hat der die? Keine Ahnung. Aber weißt du was? So, ich habe die ausgerüstet. Okay, lass uns weitermachen, okay? Wie machen wir weiter? Lobby. Lass uns mal was anschauen, was der hier hat. Das ist Ey, Lobby, was? Warte mal. Ist das nicht dieser OG-Banner? Der hat den OG-Banner. Das heißt, der ist Season 1. Alter, Leute, Season 0, ihr müsst verstehen, Junge. Dieser Banner hier, der ist von Season 0, glaube ich. Das heißt, er spielt seit einfach Erstellung von Fortnite, Leute. Dieser Banner hier, den rüsten wir auch sofort aus. Er hat den auch ausgerüstet, glaube ich. Geisteskrank. Sehen wir hier OG-Musik. Zeig mal erstmal alle seine Banner. Vielleicht gibt es noch krassere Banner. Er hat ja auch richtig coole Musik, OG-Musik. Es gibt geisteskrank krasse Banner. Geh mal auf die Banner. Ey, die Musik interessiert jetzt nicht. Geh auf die Banner, Junge. Okay, und welche Banner meinst du denn? So, sag mal schauen, ob der... Ich kenne mich selber nicht ganz krass aus, Leute, aber ihr kennt euch bestimmt aus. Schreibt in die Kommentare, falls ihr hier irgendwas krasses seht. Und Okri, spul da mal jetzt einfach durch. Geh da jetzt mal einfach komplett durch und mal schauen, ob ihr irgendwas hier seht, was OG ist. Gründer. Ist der hier nicht selten? Ich weiß es nicht. Ey, egal, Leute. Ihr wisst es bestimmt. Leute, falls ihr hier irgendeinen Banner seht, der hier wirklich richtig selten ist, dann schreibt es uns wieder in die Kommentare. Let's go, Leute. Und jetzt machen wir aber weiter. Lass mal mit der Musik weitermachen. Lass mal da weitermachen, weil vielleicht... Okay, Leute, hier sehen wir Autos, aber die sind ja relativ neu und uninteressant, oder? Was ist denn hier für Autos? Schreibt mal in die Kommentare, ob die krass sind. Also er spielt Rocket League, weil guck mal, er hat hier so verschiedene Autos oder hat die gekauft, keine Ahnung. Die sind auch so Spuren, aber ganz ehrlich, das juckt mich überhaupt nicht. Wir haben hier vorne noch Autos sind egal, Ukri. Das ist Jam-Songs. Also Weekend hat der hier, Junge. Wie viele hat der denn da, Junge? Alter. Junge, hat er die sich auch alle gekauft, oder was? Ich glaube, ja. Die sind doch voll teuer, oder nicht? Wie viele Songs hat der? Die sind nicht so teuer, aber der hat halt extrem viele. Just Dance, na. Ey, mach das mal aus, das ist Copyright, Ukri. Ja, ich habe das gar nicht an, aber ich meine, diese Musik kennt man ja eigentlich auch alle so, ne? Ja, kennt man natürlich, Leute. Kennt ihr die Songs? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir machen jetzt weiter mit Lobby. Also das haben wir uns schon angeschaut. Hier sind so die ganzen, lass uns auch mal sortieren nach Season, so, Leute. Gibt es da irgendwas Spannendes? Jo, Season 3! Was? Okay, und Uki, wir haben es bestätigt. Der ist jetzt Season 1 Player. Wegen dem Banner haben wir schon gesehen. Aber Alter, die sind so richtig selten, diese Hintergrundbilder, Leute. Und die sind richtig OG. Warte mal, wenn der gar nicht... Das heißt, der hat den Battle Pass von Season 3 auf jeden Fall gehabt. Ja. Vielleicht hat der auch schwarze Ritter, wenn er Season 2 hatte auch. Okay, lass uns weiter nach oben gehen. Lackierung haben wir uns angeschaut, ne? Ja, okay, dann gehen wir jetzt rüber zu den Emotes, oder? Nee, warte, bevor wir Emotes geben, es gibt ja auch, wenn man runterfällt, da gibt es diesen Schweif. Ich habe vergessen, wie das heißt, Ukri, aber das müssen wir auch kurz abchecken. Ah, hier vorne, das meinst du? Ganz genau. Okay. Kondensstreifen, den brauchen wir. Kondensstreifen. Da gibt es doch richtige OG-Kondensstreifen, oder nicht? Okay, lass uns wieder sortieren nach Season, Leute. Also hier oben sehen wir einmal die neueren. Family Guy.
Family Guy. Die ist also nicht so selten, würde ich sagen, oder? Die ja, auch nicht. Naja, das hat jeder Ukraine. Und irgendwie die hier sehen alle ähnlich aus. Guck mal, das sieht doch genauso aus wie die hier, oder nicht? Ja, okay, oder schon ein bisschen Unterschied. Hier sieht so aus wie die. Ja, okay, der Unterschied ist aber auch echt. Guck mal, hier, der hier. Den habe ich auch schon tausendmal gesehen. Es gibt doch so einen richtig krassen Feuerstreifen. Der ist richtig OG. Lass mal runtergehen, vielleicht sehen wir das. Oh, guck mal, hier ist Spider-Man. Ja, wenn wir den sehen, dann heißt auf jeden Fall, dass er OG-Player ist. Geht jetzt Spider-Man. Boah, der ist richtig krasse. Schau mal, hier sogar Meteor. Ja, heftig. Ich glaube, den gibt's noch mal in seltener. Den gibt's noch mal in seltener. Genau. So einen ähnlichen. Ey. Lass uns weiter runtergehen, Leute. Vielleicht sehen wir hier wirklich richtig viele Marvel-Sachen. Hacker, Junge, Hacker, hier. Hacker-Kondensstreifen, schau dir das an, Alter. Boah, richtig krass. Kapitel 2, Season 1. Oh, der ist der OG. Da oben. Kevin, der Cube. Wo? Das hier? Season 7. Gewitterstürme. Junge. Oh, stimmt. Warum hat der das? Lass uns weiter runtergehen. Oh, sogar Jetpack. Yo, was? Season 3. Was? Season 3. Okay, der ist OG Player. Alter, Regenbogen. Und hier vorne ist diese Feuerflammen. Die ist richtig geil. Ja, ganz genau. Die, so die meinte ich. Die ist komplett OG. Sternschnuppe. Die ist auch geil. Ja, das ist aber Season 4 schon. Das ist total aber OG. Aber hier, Leute. Einmal ein Herz für euch. Couscous. Oh ja, Freunde, ihr seid die Besten, wenn ihr nicht Couscous in den Creator Shop eintragt, sondern Ukri und Semlak, ne, ganz wichtig. Was sollen wir uns auch noch anschauen? Hier Hängegleiter ist irgendwie Noob, Digga, hier auch Noob. Ja, sollen wir uns Hängegleiter anschauen? Lass uns mal die Emotes als nächstes anschauen, okay? Ja, als nächstes Emotes. Machen wir Emotes, ey. Ich würde sagen, wir gehen rüber bei den Emotes. Wir wissen, dass das ein OG-Player ist, ne, es wird noch spannend heute. Alter, so, wir sehen hier auf jeden Fall schon mal richtig krasse Emotes, Leute, schaut euch das an. Ja, wie viele Emotes hat der denn? Ey, schau mal, wie viele der hat, das haben wir noch gar nicht geguckt. Stimmt. Du kannst schauen, wie viele er insgesamt hat. Wo steht das denn? Ich weiß nicht, geh mal auf Emotes, jetzt geh filtern. Oh, 890 Emotes! Was? Nein! Alter! Junge, was ist das denn für einer? Alter, wir haben auch gar nicht geschaut. Warte mal, wie viele Lackierungen und so der hat, ne? Haben wir auch noch gar nicht geschaut, aber der hat richtig viele. Okay, das ist ja komplett der Hacker, wie viele. Ja, das ganze Spiel. Junge, was ein Typ. Okay, sollen wir sortieren nach Season? Komm, wir sortieren das mal einmal nach Season. Sortier mal. Okay, hier sind die neuesten. Ja, auch ein cooler. Der hat so viele Iconic-Sachen, sehe ich gerade. Oh. Diese ganzen Schwitzer-Sachen, ne? Ja, ich glaube, der ist ein richtiger Schwitzer. 100%, ja. Hashtag 1 hier. Der ist Aimbot-Spieler, Hacker meinst du wohl, ne? Aber lass uns nur die Maus anschauen, weil diese Sprays und so sind nicht so cool, oder? Wo, es gibt ja auch richtig seltene Sprays, oder nicht? Ja, doch, eigentlich schon. Es gibt wirklich seltene Sprays. Aber schau dir mal jetzt alle Emotes an. Okay, nach Season. Boah, richtig viele Iconic. Neue Emote, glaube ich. Komm, lass uns runter. Ein neuer. 100%. Gangnam-Style hat der. Leute, falls ihr hier irgendwas wieder seht, was richtig selten ist, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare unbedingt. Oh ja, 100%ig, Leute, damit wir das nicht verpassen, okay? Ganz wichtig. Ja. So, wir gehen weiter runter. Ah. Yo. Was ist das hier? Ey, das sieht richtig cool aus. Aber ey, geh mal weiter. Junge, der hat 800 Stück, wirst du dir halt so langsam durchscrollen. Okay, ich geh mal echt runter, weil das sind echt sehr, sehr viele. Aber wenn wir irgendwas Cooles sehen, dann sag Bescheid. Aber der ist cool. Von Darth Vader. Kapitel 3, wir sind schon bei Kapitel 3. Where you go, I go. I see. Kennst du das, Digga? Kennst du diesen TikTok-Trend? Ja, die haben immer so diesen Emote gemacht und dann immer Where I go, you go. Leute, kennt ihr es auch? Schreibt es mal in die Kommentare. So, was bleibt da und Abo, wenn ihr auch diesen Trend kennt? Ja, guck mal, wie viele Iconic Dances der hat. Alter. Der hat sogar das Lachen, ne? Boah, der hat richtig viele Sachen. Von Ant-Man auch. Yo, der hat alles. Tschüt. Der ist einfach die Lokomotive. Ja, guck mal hier. Geh runter, komm. Wir wollen mehr sehen. Wir gehen jetzt komplett runter, Leute. Hier, schaut euch das an. Wie viele sind das denn? Wie kannst du denn 900 Emotes fast haben? Fast 1000. Alter, wie viele Emotes er gekauft ist. Unmöglich, ja. Wie viel Geld hat denn dafür ausgegeben? Guck mal, der ist doch richtig selten, oder nicht? Warte mal. Wo war der? Der war mal richtig selten. Das sind schon richtige OG-Emotes. Das sind schon richtige OG-Sachen hier. Stimmt, die sind ja schon von Chapter 1, oder? Das ist schon Chapter 1, ja, ganz genau. Warte mal. Da ist der Kuss-Emoji auch. Guck mal, hier ist einer der seltensten Emotes. Oh, schau mal, die sind schon voll selten. Die Totenkopf und so, Season 7. Season 7? Ey, lass uns jetzt langsam runtergehen, okay? Der Tank, boah, guck mal, der hier. Ich glaube, der ist doch richtig selten, oder nicht, dieser Emote? Jonglieren. Boah, der ist echt selten. Ich glaube, ja, der ist selten. Wann war der das letzte Mal im Job, Leute? Guck mal, ob der Tank L hat. Ganz, ganz wichtig. Ja, warte. Ey, hier ist der schon OG-Season. Oh, der hat Hot Marat, Dings. Den hier? Guck mal, geh nach rechts. Nee, nach rechts. Nach links, Ukri. Der hat den hier. Ist der selten, oder was? Ich glaube, der ist doch selten, aber vielleicht ist er auch in den Shop gekommen. Korrigiert. Nee, ich glaube, der war nur einmal drin. Ja, ist richtig selten, Leute. Leute, also unbedingt in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Seltenes hier seht. Ich sehe bisher nichts Seltenes. Ja, ist Season 5, Junge. Nee, das ist kein. So, geh mal weiter runter. So, Hier, Schnips von Thanos. Ist das selten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das selten ist, aber egal, mach mal weiter runter, komm. Ja, Lachen, ich weiß nicht, ob das. Nee, Lachen ist, glaube ich, öfter im Shop gewesen.
Ja, safe, das ist ein bisschen öfter im Shop. Ich glaube, die hat rote Karte, Teile. Nee, glaube ich auch nicht. Hat der einen Season 2 Battle Pass? Was ist das denn jetzt? Aha. Mhm. Okay, ich glaube, der hat das Battle Pass. Ah, Take the L ist, glaube ich, ein bisschen selten, oder? Okay, ja. Take the L ist richtig selten. Season 3. Wow. Oh. Hey, Season 3, das fällt mir jetzt irgendwo. Alter, was? Yo, Season 3 einfach hier. Ja. Das ist auch, glaube ich, selten. Let's go, aber sonst... Oha, krass. Sonst mehr selten sehe ich nicht mehr, ne? Ja. Mhm. Ich glaube, ja, das war das Seltenste. Mal. Leute, falls ihr irgendwas Seltenes noch seht, dann schreibt es uns in die Kommentare wieder. Weil hier, ich glaube, der Rest ist hier nicht selten, oder? Ja, was ist denn, gibt's denn hier? Ponyritt. Ey, ich glaube, nee, das gab es doch schon richtig oft, Ponyritt. Das gab es, glaube ich, noch mal im Shop, das auch, ja, glaube ich. Okay, ja, komm, wir müssen... Den gab es so oft im Shop, ne? Der war, glaube ich, selten, aber da gab es den richtig oft im Shop. Leute, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob dieser Tanz hier selten ist. Glaubt nicht mehr. Ich glaube, der ist nicht mehr selten. Wir brauchen die richtigen Zahnseite. Das brauchen wir 100%, aber die hat der nicht, ne? Nee, der hat, glaube ich, nur einen Fake. Warte. Ja, ganz genau. Ja, genau, das der Rest hier, nee, das ist... Elektroschaffel, ne, aber das ist von Season 1, der ist öfter in den Shop reinkommen. Ja, ja, Season 1, Alter, ich weiß nicht, vielleicht ist der selten. Oh, krass, heftig, ne? Geil, Leute, ich würde sagen, halt auf jeden Fall richtig coole Emotes, aber wir gehen jetzt wirklich mal weiter hier zu den Charakteren und wir schauen uns jetzt mal die Spitzhacken an, als nächstes, okay? Schreibt es unbedingt. Lass uns die Hängengleiter anschauen, okay? Oh, stimmt! Ey, da wissen wir, ob der wirklich Season 1 ist. Ja, ja. Okay, wir sortieren das wieder nach Season, Leute, boom. So, zack. Okay, hier sind die neuesten. Er hat wirklich richtig viele Hängegleiter. Wie viel hat der? Okay, wie viel hat der? 200 Hängegleiter. Alter. Yo. Alter Schwede. Das ist ja viel zu viel. Okay, lass uns runtergehen. Was sehen wir hier, Leute? Okay. Der hat so geile Hängegleiter. Ja, Star Wars Hängegleiter. Welcher gefällt dir am besten, Zebaki? Marvel auch alles. Welcher gefällt dir am besten? Ehrlich, geh mal ein bisschen runter. Mir gefallen die krassesten OG-Hängegleiter natürlich am besten. Warte, schau mal, ob die... Mhm. Ey, welcher sieht am coolsten aus? Oh, der hat... Warte mal, was? Travis Scott? Der Travis. Der ist selten, oder? Der ist richtig selten. Der ist safe selten. 100% der ist selten. Okay, lass es weiter runtergehen. Ey, den finde ich auch voll cool, sag ich dir ehrlich. Marshmallow ist selten. Season 7. Season 5. Marshmallow. Season 4. Yo! Season 2! Season 2! Alter! Ich glaube, das ist der seltenste. Geh mal nach rechts, geh mal nach rechts. Warte mal, ist das der seltenste? Der ist der seltenste, glaube ich. Oder gibt's da noch einen Alter! Season 1! Boah, der ist ja richtig selten. Oh nee, der ist, glaube ich. Denkt ihr, der ist selten? Ich glaube, der war nochmal im Shop, Leute. Ich weiß nicht, ob der im Shop war. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt's in die Kommentare, okay? Ganz, ganz wichtig. Der war. Ich glaube, der hier war auch mal selten, aber ich weiß nicht, ob der im Shop nochmal gekommen ist. Den Funkel. Ja, Marco. Marco, egal. Ist das der seltenste Hellgleiter, Marco Gleiter? Vandermeer ist auf jeden Fall richtig krass. Ich glaube, das ist der seltenste. Junge, dann ist das der Hacker, das ist der krasseste Hacker. Ja, auf jeden Fall, das ist ein richtiger Hacker. Aber hier gibt es auf jeden Fall so coole, ey, wie cool diese OD-Hängegleiter sind, ne? Ja, der hier, boah, die sehen so nice aus. Einfach diese OD-Hängegleiter. Boah, jetzt kann ich wieder mal zurück. Ich glaube, hier war nicht so viel. Boah, Alter, wie cool ist der denn, der Hängegleiter? Ist ja mega. Boah, der ist aus Season 6. Ey, schau mal, das ist der erste Hängegleiter von damals, der so wirklich so richtig coole Effekte hatte und so. Guck mal, die anderen waren alle so, waren so ganz normal, weißt du? Und das war der erste, der so richtig krass war. Ah, nee, da unten, Marshmallow! Da Marshmallow ist auch super selten, oder nicht? Ich hab's doch gesagt. Geh mal runter. Da gibt's schon diesen Season 5, der eine, dieser Wikinger, der war auch schon krasse Effekte. Ja, ja, auf jeden Fall, Leute, es ist richtig interessant, aber wisst ihr was? Jetzt schauen wir uns mal die Spitzhacken an. Let's go! Jetzt wird's wirklich richtig krass. Da können wir wirklich herausfinden, ob der krasser OG ist. Weil bei Spitzhacken kenne ich mich ein bisschen aus, okay? Das sind also die neuesten Spitzhacken, die sind uninteressant, aber die sind auch cool. Hier Mikey, einmal hier von Teenage Mutant Ninja Turtles, auf jeden Fall was. Der hat alles sich gekauft, ne? Alles hat der sich geholt. Wie viele hat der? Schau mal, wie viele Spitzhacken der erstmal hat. Ganz wichtig, hast du ganz vergessen. Wie viele Spitzhacken der hat? Der hat 200 Spitzhacken. Der ist so verrückt, okay, Leute. Er ist richtig verrückt. Warum hat der so viele Sachen? Geh mal was runter. Ich noch mal neu. Am Anfang. Der hat 208 Spitzhacken. Das ist echt krass, Leute. Und jetzt lass uns hier mal runtergehen. Anfang, nee, lass uns schnell runtergehen. Ich will die Skins sehen, Leute. Die zeigen wir euch gleich noch. Lass uns runtergehen. Also, falls ihr irgendwas Cooles hier seht, schreibt es uns wieder in die Kommentare. Und das ist cool, finde ich. Die ist cool, wir übersehen vielleicht das ein. Oha, die ist echt geil. Die ist wohl von Batman einfach. Okay, warte mal, was. Boah, die ist geil. Die ist geil. Die ist ultra nice. Ja, ja. Boah. Schlurf, die ist auch cool, finde ich irgendwie. Ja, Marshmallow ist auch, glaube ich, super selten. Auch. Ich weiß es nicht ganz, aber ich denke schon, hier Raben, ey. Die sieht voll krass aus. Season 5. Uri. Weiß nicht, ob das noch im Shop war. Hier auch einmal Season 3. Das ist die krassesten Spitzhacken, oder? Ja, der hat wirklich die krassesten Spitzhacken. Nein, geh mal runter, Uri, geh mal runter. Yo! Was denn mein Auto? AC/DC! Was? Ey, das heißt, der kann schwarzen Ritter haben, Uri. Ja. Das heißt, der kann schwarzen Ritter haben. Kann der schwarzen Ritter vielleicht. Boah, das wäre krass. Ey, hier sind wirklich richtig seltene Spitzhacken. Season 3. Boah, als Season 1, Junge. Ich glaube, der hatte die. Die war ja damals richtig OG, da kam in den Shop wieder rein, diese Sense. Das war so mies. Der hatte die bestimmt schon in Season 1. Geh mal nach links, der hat sogar diese Zuckerspitzhacke. Der ist ja richtig OG-Player. Ja, auch Season 1. Krass, Mann. Boah, so krass. Lass uns mal rausgehen.
Lass uns jetzt als letztes die Backpacks anschauen und nach die Skins. Das heißt, schwarzer Ritter. Okay, hier können wir herausfinden, ob der schwarzen Ritter hat. Ja, hier ich würde sagen, aber wir gehen da ganz schnell jetzt durch, Leute. Ganz schnell so und danach schauen wir uns die Skins an, okay? Falls ihr seht, ob der schwarzen Ritter hat, dann pausiert das Video, okay? Skippt jetzt zurück. Aber ich glaube, da war nichts, oder? Da war, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht, ob der schwarze Ritter hat. Ich weiß nicht. Wir gehen da jetzt nochmal ganz schnell durch, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob da irgendwas Krasses war, okay? Ob so. Da irgendwas ich würde sagen, dann gehen wir jetzt in die Skins rein, Leute. 3, 2, 1. Lass ein Like da und Abo. Let's go. Komm schon. Wir sind jetzt in Skins, okay? Wir haben es geschafft. Wir sind in den Skins. Nein, warte, chill. Und jetzt. Okay, Leute, wir sind jetzt in den Skins drin. Und was sehen wir? Natürlich die neuesten Skins. Lady Gaga, Alter. Skins gekauft, ne? Wer ist Lady Gaga, Alter, Leute? Wer ist die, Junge? Warum ist die drin, Junge? Richtig cringe, Weekend, ey, Alter, auch cringe, Bro. Nee, okay. Hier, der ist korrekt, Bro. Der ist korrekt. Peter Griffin. Ja, Peter Griffin, der ist jeden einzelnen Teenage Mutant Skin, Alter, der hat wirklich die krassen Skins. Ey, Leute, ne? Guck mal, wie viele der hat. Okay, sollen wir schauen, wie viele Skins er hat? 361 Skins, das ist krass. Boah, okay, das ist krass. Das ist sehr krass. Boah, okay. Das ist ultra heftig. Er hat jeden einzelnen Skin hier von den Ninja Turtles. Auch er hat alle Ikonen alles. Hier. Junge, Eminem, alle einzelnen Varianten. Er hat hier Lewis Hamilton. Boah, Junge, wie viel Geld gibt er hier aus? Ja, er hat hier einmal. Er hat Bumblebee, hat alle Transformer-Skins. Er hat hier einmal hier einfach diese Skins, diese Nike-Skins, auch mega cool. Er hat Spider-Man, ne? Hier auch. Hier, er hat die ganzen Star Wars-Skins. Okay, hier Clone Wars, Star Wars Skins einfach sogar. Wir gehen jetzt immer weiter an Season 1 ran. Hier haben wir sogar jeden einzelnen Spider. Wirklich jeden einzelnen Spider Zero, Spider Gwen, Darth Vader, jeden Star Wars Skin. Hier ist sogar mein Skin. Naruto Skins hat der auch. Wo ist Naruto? Schau mal, da ist Alter, der hat jeden Naruto Skin wahrscheinlich auch, ne? Das ist krass. Spider-Man OG hat der auch hier. Guck mal hier. Ich glaube, das war der erste. Okay, ich seh's. Aha, der hat sogar die verschiedenen Stile, Ukri. Ja, ja. Darunter Eisbanani darf natürlich nicht fehlen. Hier die Marvel-Skins auch. Junge, warum hat er dreimal Spider-Man? Was bringt ihm das? Ich check's nicht. Ich weiß es auch nicht, Junge. Deshalb hackt er sich einfach 100%. Hey, ja, safe, Leute. Hier wenn hat auch Venom. Einige Trader oder so hat. Carnage. Ich bin sowas von gespannt. Leute, schaut das jetzt unbedingt bis zum Schluss. Loki. Hier einmal Loki, ne? Auch die ganzen Skins aus Marvel. Und Fußballspieler hat der hier sogar auch. Naruto hat der auch. Hier Fußballspieler hat er auch, oder was wurden? Ja, guck mal oben. Hier da. Marco Reus. Marco Reus einfach krass, am Start. Leute, krass. Aus richtig BVB. Hier vorne auch die krassen, seltenen Star Wars Skins aus Chapter 2. Okay. Boah, die ganzen Marvel Skins hat der sogar auch. Groot. Hier Iron Man, auch alles aus Chapter 2. Der hat die Zuckerstange hat der oben. Gibt's hier nicht? Richtig witzig. Warte, Alter. Warte mal, lass uns nochmal runter. Ich bin aus dem Nochmal, ey, das war voll lost. Egal, komm. So, wir sind wieder an der. Irgend so ein Samurai, Alter. Krass. Der Skull Trooper auch. Boah, der sieht da richtig heftig aus, der Skin. Hat der noch echt einen Skull Trooper? Das ist der Party Trooper. Ich glaube, das ist nicht der echte. Das ist der Wish. Ich weiß, das ist der Wish, aber denkst du, der hat den echten noch? Vielleicht, Leute, vielleicht. Oh, der ist Schleimi. Der ist Schleimkopf. Ein Schleimkopf? Schleimkopf, Junge, Kratercon Uri. Was ist denn für ein Skin? Charlie? Warum hat der hier kein Bild? Charlie, Banani, oh, ich weiß auch nicht, Uri, hey, voll komisch. Egal, weil der ist draufgegangen, ich glaube, der ist gestorben. Hier ist Marshmallow, ich glaube, Marshmallow ist selten, bin mir sicher. Ja, Marshmallow ist echt krass. Der war, ich glaube, der war richtig auf dem Shop. Okay, lass uns weiter anschauen. Okay, warte mal, was ist das? Boah, die sind schon selten, Leute. Valentinstag-Skin, ich glaube, der war auch Alter, der Eiskönig, der ist, glaube ich, schon selten. Boah, es geht so, immer mehr nach Season 1, Leute, mal schauen. Boah, da gibt's schon einen Werwolf-Skin. Yo, ey, das ist schon Season 5. Yo, Alter. Okay, Leute, jetzt ganz langsam nach vorne. Fußball-Skins, Junge. Schau mal, da oben. Eins drüber. Runter, eins runter. Der ist richtig gesetzt. Omega! Omega auch, was? Guck mal rechts. Alter, warte, wir müssen schauen, ob der. Der hat alle Stile, Omega, was? Der ist cool, was? Alter. Okay, geh mal ganz rechts. Schau mal den. Der hier? Was? Nee, ganz rechts, der da. Der hier? Ja, der ist richtig. Der ist selten. Flügel, Mann. Boah, ja, okay. Season 4, den gab's aber wenn der noch einen anderen hat, dann ist Ultra, das war so ein. Sensenmann! Was? Aus Season 3? Der muss jetzt. Der hat sogar hier, guck mal. Hundekopf hat der auch. Aber der ist nicht mehr selten. Schlachtenhund. Elite-Agentin. Der hat alle aus Season 3. Okay, ey Leute, Season, jetzt kommen wir ganz. Okay, ganz links, schau dir den Skin an. Der ist ultra selten. Der Abwehr-Agent. Oh, Junge, lass uns runter, Leute. Und was? Schwarzer Ritter. Ja. Kratercode Ukri dafür, Leute, in den Shop. Kratercode Ukri dafür. Und der hat sogar Blaumütze. Ja, hier Funkelspezialisten. Blaumütze ist auch richtig selten. Es kann sein, dass der Renegade Raider hat. Warte mal, hat der Renegade Raider? Haben wir irgendwas übersehen? Nee, vielleicht hat der. Vielleicht hier, lass mal schauen, ob der hier Ghoul Trooper hat. Guck
Komm schon, der muss, ey, der muss Gutroop haben. Komm, ey, Junge, deswegen, das funktioniert nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Hacker-Account von dem Typen da. Der hat einfach den Hacker-Skin, schwarzer Ritter. Ey, wie krass ist das? Bitte sehr, Leute, das ist heftig, Leute. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Leute, schreibt mal in die Kommentare, denkt ihr wirklich, das ist ein Hacker oder denkt ihr, das ist ein Dings da? Und sollen wir den Zuschauern noch was verraten? Das war einfach unser Account. Ja, wir haben euch gebrannt, das ist mein Account. Ukri YouTube, Leute, Junge. Wer wusste es? Schreibt Junge, das ist einfach. Leute, wie findet ihr meinen Account? Schreibt es in die Kommentare. 10 von 10 oder gibt mal einmal hier Bewertung zu meinem Account. Ich finde, ich habe super viele Skins auch. Und ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meinen Account findet. Let's go, Leute. Unbedingt in die Kommentare. Komplett gebrannt, Junge, hops genommen.